TV Überregional hier bei der Stadthalle in Hockenheim. Es wird sich viel ändern, es tut sich viel hier beim Rondo und der Stadthalle. Herr Mücke ist der Direktor vom Ramada Hotel. Ja, mit der Stadthalle Hockenheim verbindet uns eine wirklich sehr viele Jahre lange Tradition, eine gemeinsame Tradition in der Zusammenarbeit. Wir freuen uns durch die Zusammenarbeit mit Herrn Weiglein und seinem Team, jetzt eben halt ein komplett neu überarbeitetes Konzept des Restaurant Rondos anbieten zu können für unsere Hotelgäste. Und ja, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wir werden das verfolgen und noch öfters etwas berichten. In Ordnung? Ja, sehr gerne. Das würde uns freuen. Ja, ich verlasse den Betrieb mit einem lächelnden und einem weinenden Auge. Mit einem weinenden Auge, weil ich so lange Jahre hier war und natürlich jetzt in den Ruhestand gehe. Aber mit einem lächelnden Auge, weil wir einen sehr, sehr guten, kompetenten Nachfolger gefunden haben, der die Stadthalle weiterhin in meinem Sinne und im Sinne der Stadt betreibt. Das ist ganz wichtig. Und hier nebendran haben wir den Nachfolger, Herr Rettel. Ja, neben mir steht Herr Rainer Weiglein, der eben unser Wunschkandidat war und ab 1.1.2017 im Boot ist. Wir arbeiten gemeinsam noch 3 Monate bis zum 31.3. Dann übernimmt Herr Weiglein die Stadthalle komplett mit allen Aufgaben, die wir vorher schon besprochen haben. Und ich freue mich, dass wir so einen tollen Nachfolger gefunden haben. Und ich glaube und ich weiß mittlerweile, dass das Objekt in den besten Händen ist. Und so wird es auch übergeben. Herr Weiglein, wie fühlen Sie sich? Ja, ich fühle mich angekommen. Ich habe am 1.1. begonnen, bin warmherzig und offen empfangen worden, kriege eine super professionelle Einarbeitung von Herrn Rettel. Wir verbringen die Tage miteinander, trennen uns dann abends und freuen uns auch jeden Morgen, wenn wir uns dann wiedersehen. Und ja, organisieren, machen viel, ich lerne viel kennen und wir setzen schon viel um. Wir werden das Rondo wieder zurückführen zu seinen alten Stärken. Das Rondo soll eine gute, heimische, nationale Gastronomie wieder werden, wo der Hockenheimer Kunde, natürlich auch der Tagungskunde gleichermaßen bedient wird. Und wir wollen wieder insgesamt eine gute Gastronomie werden. Rondo ist für jeden Bürger jederzeit erreichbar. Das Rondo wird für alle Hockenheimer da sein. Wir werden eine gute Küche bieten, einen freundlichen Service. Das ist ja heute selbstverständlich. Wir werden auch Live-Programme haben im Rondo. Wir werden Tanztee haben. Wir werden Bands aus der Region hier auftreten lassen, natürlich ohne Eintritt, um dem Rondo wieder ein Gesicht zu geben, um die Bürger hierher zu holen und um junge und alte Leute hier auch zu vereinen, um den Marktplatz hier draußen zu bewirten, dass man im Sommer hier wunderbar draußen sitzt und seine Getränke genießen kann und natürlich auch sein Essen sich schmecken lassen kann. Jetzt noch eine Info an die Zuschauer. Einfach in die Stadthalle reingehen und dann rechts. Da ist ein Restaurant für jeden zugänglich. Ja, genau so ist es. Wenn Sie vor der Stadthalle stehen, ist rechts das Restaurant. Rondo heißt es, weil es rund gebaut ist. Es ist ganz viel Glas, Licht durchflutet, offen und herrlich. Sie sehen es von außen. Kommen Sie rein, die Speisekarte hängt davor. Vielen herzlichen Dank für das Interview. TV Überregional wird die Zuschauer auf dem Laufenden halten. Dankeschön. Danke. Danke sehr.